So, das zweite Halbfinale. Möchte eigentlich jemand die Siegerurkunde für Thomas Hitzelsberger haben? Die brauchen wir nicht mehr. Ich will noch ganz kurz eine kleine Eigenart des Fußballzitatebuchs, das ich schon kurz erwähnte, erklären. Ich habe festgestellt, dass bei 92% der Käufer, das ist eine private Schätzung von mir, das Buch auf der Toilette liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber man scheint bei Fußballzitaten den Drang zu haben, das auf der Toilette zu lesen. Vielleicht von denen, bei Hans Meyer liegt es im Gästezimmer, das weiß ich. Ist besser. Ja, wir wollen mal gucken, wie es zweite Halbzeit, das zweite Halbfinale aussieht, beziehungsweise wer da überhaupt gegen wen antritt. Jetzt muss ich mal eben eine Frage stellen, man sieht es noch nicht. Ne? Welcher Verein schafft es, ohne Gegner sich selbst zu zerlegen? Schalke. Deswegen haben wir Schalke gegen Schalke im Halbfinale. Wir dachten, das passt. Und haben einen großen Torwart und einen großen Trainer, die gegeneinander antreten. Wir sehen zunächst Felix Magath mit die Tabelle, die ja nie lügt, täuscht ja oft. Wir versuchen übrigens auch gerade rauszufinden, wie es bei Schalke gerade steht. Die spielen zur Stunde gerade. Weiß es jemand? Zu viel? Null? Handys aus, bitte. So, dann haben wir noch den Torwart, Manuel Neuer. Wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die Knappen. Ich verrate jetzt nicht, wen ich meine, aber ich fürchte, es gibt einen Favoriten. Achso, mir wurde übrigens gesagt, die Heiner-Stuhlfort-Kappe soll ich auch aufsetzen hier in Nürnberg. Das würde auch Punkte bringen und die würde jedem stehen. Das ist so ein bisschen mitleidiger Beifall, ich setze wieder ab. So, Programmheft. Wir haben wieder beide Kandidaten und ich bitte zunächst mal um die Stimme für Felix Magath. Wenn er das sehen könnte. Gut, die Gegenprobe Manuel Neuer. Wir haben ein Traumfinale. Neven Subotić gegen Manuel Neuer. Vielen Dank, das war ganz eindeutig. Sie haben Ihren Job ein zweites Mal großartig gemacht.